Skype-Aufnahme neu machen? Ja, mach am besten mal eine Pause bei mir. Ich kann auch nichts aufsammeln, ich kann nichts kaputt. Ah, okay, jetzt geht's wieder. Hörst du mich? Ja. Warte, ich sag mal was und wenn es bei dir ankommt, sagst du yo, okay? Okay, okay. Hallo. Okay. Du sollst yo sagen. Ach so. Hallo. Yo. Das kam recht spät, aber ich denke, war es okay, oder? Ja, denke ich mal. So. Jetzt werde ich erstmal Samen sammeln. Ein paar. Ich einfach jede Gras kaputt. Die ganzen. So, ich tue da jetzt einfach mal Kohle rein. Ach, ich muss jetzt erstmal eine Diamond Hoe craften. Diamant? Ah, klar, wie komme ich auf Diamond Hoe? Ich meine einfach nur eine Hoe halt. Ich mache mir mal Rüstung, so aus Leder, ne? Ja, mach das. Mach das, mach das. Das ist keine schlechte Idee, Junge. Ja. Weil wenn du gegen mich antreten willst, da brauchst du schon einiges. Wir sind ja hier nicht zum Kaffeekränzchen gekommen. Oh, aber dann verschwindet der schöne Nathan Drake Skin hinter einer Rüstung, aber. Kann man eigentlich verfaultes Fleisch auch braten? Das kannst du nicht braten, das kannst du deinen Hunden anbieten. Kannst auch selber essen, aber dann bist du glaube ich, vergiftet irgendwie. Hä, wieso sammelt ihr das nicht auf? Ah, was ist denn jetzt schon wieder los hier? Das ist doch. Alter. Krambel. Was ist denn jetzt passiert? Wie? Ist das los? Hä? Was? So, hallo? Left the game. Ich bin noch da. Sicher? Ja. Oh, jetzt nicht mehr. Alter, was ist denn hier los? Okay, ich komme wieder rein, anmelden. So, ich weiß halt gar nicht, was ich jetzt so machen muss hier in Minecraft jetzt als nächstes. Ich habe so noch nicht mal Survival gespielt. Hast du schon genau vor Augen, was du jetzt als nächstes machst? Ja, also ich will jetzt erstmal einen Zaun bauen, damit ich die Hühnchen da rein tun kann. Und irgendwie komme ich nicht mehr auf den Server. Was? Ah, jetzt komplett kein Feature-Server. Sollen wir mal die Aufnahme abbrechen? Ja, okay, kurz? Dann lass mal Aufnahmen abbrechen. Okay, ich beende mal hier kurz die Aufnahme, liebe Zuschauer, weil da ein kleiner Störfall jetzt ist. Ich stehe jetzt einfach hier und tschö und bis dann und bis gleich und ja, bis dann, tschö. Ja, bis dann. Hallo, liebe Leute, und weiter geht's hier im Let's Play zu, Let's Play zu Minecraft. Wie heißt das jetzt? Ja, eigentlich so nicht. Let's Play Against. Against, weil es ist ja, beides, together and together und against. Let's play Ferrari is losing. Nee, wer hier losing doch, wird, doch, das... Doch, so wird das sein, glaub mir. Ah, oh, da ist ja ein Sumpf-Bio. Aber ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich jetzt gehen muss, damit ich mich nicht zu weit von dir entferne. So, jetzt erstmal die ganzen Eier da reinhauen. Ach, ich hab die Eier. Hörst du mich noch? Was? Okay. Ja, ich höre dich noch. Oh. Das ist ja mal geil. Timo? Oh, jetzt hat Skype irgendwelche Fehler. Ich muss mal kurz hier... Oder vielleicht verbindet er nochmal neu. Wir warten einfach. Ich breche mal kurz die Aufnahme ab. Ja. Läuft Aufnahme? Ja, die läuft gerade. Es geht weiter. Okay, aber ich glaube diese... Ach so. Okay. Ah, okay. Gut. Ich hab hier eine Art Vulkan gefunden irgendwie. Ja. Weil von oben im Berg drin ist eine Höhle. Ja. Aber wie jetzt? Ja, da geht so ein Schacht nach unten. Ganz oben der Spitze vom Berg. Geht so ein Schacht nach unten rein. Boah, du hast ja wieder Glück hier, du. Das ist nicht zu fassen, du. Ich hab mich verirrt, in welche Richtung muss ich? Nach Hause, würde ich sagen. Ja, ich weiß nicht mehr, wo das genau war. Ach so, ich dachte schon. Das Hühnchen stand hier gerade auf dem Zaun.
Mysteriös. Oh, ich habe jetzt hier schon 20 Eier verbraten, gerade erst ein Hühnchen. Verbraten? Kann man Eier braten? Nein, ich habe die in den Käfig geworfen. Jetzt habe ich paar 30 reingeworfen und ist gerade mal ein Hühnchen. Okay, zwei, aber das eine ist abgehauen irgendwie. Och, und es ist schon wieder Nacht. Mensch, find doch mal ein Schaf, Andreas. Ja, ich habe jetzt ein bisschen Wolle, glaube ich, oder? Ich guck mal dann gleich. Dann mach dir ein Bett. Oh, Zombie! Oh, fuck, heilige Scheiße. Schnell rein hier. Heil dich. Heil dich. So. Okay. Okay, jetzt habe ich erstmal genug gebratenes Steak. 25. So, ich habe 3 Wolle. 3 Wolle? Okay, dann mach dir ein Bett. Mach dir ein Bett. Ja. Los! Mach dir ein Bett. Wir schlafen gehen. Ich hab ein Bett. Was, ja? Aber für das Bett, da muss doch irgendwie genug Platz im Raum sein, damit ich das anbringen kann, oder? Stell's einfach irgendwo hin und dann... Okay. Ja. Ich bin ins Bett gegangen. Ich auch. Dann müsste jetzt der Tag kommen. Juhu! Epic. Yippie-yay! Au, au, au. Wie die hier jetzt alle krepieren. Krepiert. Ja, das Problem ist, ich weiß gar nicht, ob ich in dieser Position meine Base behalten will, weil die Position ist derbe hässlich. Und das Haus ist auch derbe hässlich. Hört sich ja schon mal gut an. Ja, das ganze Minecraft ist derbe hässlich. Tja. Aber es macht Spaß. Es macht Spaß. Mein Haus Bauer. Da sieht so ein bisschen aus wie abgestellt und nicht wieder abgeholt. Also sieht so ein bisschen. Ach, stimmt. Ich brauche erstmal Eimer, Wassereimer dafür. Wo hat ein Kronk seine allererste Base gebaut eigentlich? Seine allererste Hütte war auf da. Strand. Der ist halt da, wo jetzt seine Winterresidenz ist. Da ist er halt gespawnt. Und da hat er halt aus Sand oder nee, aus Erde hat er da seine erste Hütte gemacht. Das weiß ich noch. Bei der zweiten Staffel hat er doch auf einem Berg gebaut, oder? In der zweiten ja. Was mache ich hier überhaupt? Ich wollte doch anbauen. Ich glaube, das mache ich auch. Ich baue auch auf dem Berg. Muss ich umziehen, aber das geht ja. Aber Berg hat auch so einen Nachteil, da kommt man so muss man hochkraxeln und so. Ja. Wie hat Kronk das gemacht? Weil Kronk ist so ein bisschen ja so das Minecraft-Idol. Man guckt immer, was der gemacht hat und dann ja. Orientiert man sich daran. Ein bisschen. Ja. So, muss ich jetzt erstmal hier wieder hochkraxeln. Erstmal Feld hier freischaufeln, damit ich dann die Klabusterbären hier anpflanzen kann. Oh, Creeper. Creeper, oh. Ich hasse dich. Creeper, ich mag dich nicht. Creeper, du bist nicht süß, doch ich finde Marmelade lecker. Ergibt's ja keinen Sinn, aber egal. Ja, ja. Ich will jetzt nochmal zu dieser Höhle gehen, die hier auf dem Berg drauf war. War die da? So, prep und weg damit. Ach, dafür habe ich jetzt gar nicht genug. Ah, Mann. Doch, ich brauche das. Wo hast du jetzt eigentlich deine Hütte gebaut? Auf dieser, wo diese Grasebene gespawnt ist? Wo bist du da? Ich bin in Richtung dieses Lava-Lochs gegangen. Ja. Und okay. Da, wo eben dieses Lava-Loch ist, da ein bisschen weiter. Ach so. Jetzt habe ich ja meinen Basis verraten. Ja, ich kann dir schon mal sagen, meine Basis ist irgendwo. Ah, irgendwo, ja, das ist sehr informativ. Ja, ich weiß wirklich nicht genau. Irgendwo habe ich mich gerade komisch angehört. Was? Ja, klar. Du hörst immer komisch an. Ja, stimmt. Ach, ist ja auch egal. Ich weiß auch nicht, wo ich bin. Irgendwo von der Grasebene entfernt bisschen. Also ich bin immer noch auf der Grasebene, aber ich erkunde hier gerade. Ich glaube, ich komme hier nicht wieder raus. Ich erkunde hier gerade eine Höhle. Wo komme ich denn hier wieder raus?
So, 1, 2, 3, 4, da kommt der Weg. Das ist ja mal geil. Oh, was ist geil? Da kann ich ja so einen richtigen Art Treppenaufstieg machen. Oh, was hast du, kleiner Pisser, jetzt schon wieder gefunden? Ich habe hier so ein richtiges vorgegebenes System gefunden in dem Berg drin. Ich glaube, hier bleibe ich. Ach, da könnte ich schon wieder dir am liebsten meine Axt in den Schädel rammen. Ja, dafür hattest du einen besseren Anfang. Ich bin 10.000 Mal gestorben. Aber das hatte mir sowieso nicht geschadet, da ich eh noch keine Items hatte, aber... Also, findest gleich eh bestimmt noch, Wow, Eisen! Oh, ja. Okay, ich nee, Spaß, Eisen habe ich noch nicht. Das können die Zuschauer hier bezeugen. So, ich geh erstmal Wasser suchen und ich habe nur einen Eimer, das ist scheiße. Du hast schon Eimer, so hast du ja schon Eisen, ne? Ja. Oh, epic. Ich habe noch kein Eisen. Ah, da ist Wasser. Wenn ich hier ein bisschen Sand ausschütte, kann ich hier so ein richtig schönes Gartensystem, Strandsystem mir bauen irgendwie. Mal gucken. So, Eimer holen. Aber ich hab's. Ich geh jetzt hier erstmal so Kohle sammeln. Moment, wo ist meine Schaufel? Schaufel, da ist er ja. So ein bisschen Sand schaufeln. Was weil Sand du gerade? Glas. Ich schaufle gerade Sand für Glas. So, du bist schon bei der beim Glaszeitalter. Nein, noch nicht. Ich mach das nur, damit ich meine Decke voll mit Glas machen kann, damit ich immer gucken kann, wann Tag und so ist. Wow, Creeper. Creeper. Warum müssen die sich immer in die Luft sprengen? Können die nicht einmal... Das sind eben Creeper, die sind nun mal so. Ja. Kamikaze-Lebewesen sind das. Komm ich denn hier raus? Ach, das stimmt, das Alten, dann bulle ich das jetzt auch. Ich erkunde hier gerade, aber so richtig interessant ist es. Das Gravel, den brauche ich aber noch nicht. Wo kam ich denn her? Ich verliere in Minecraft richtig schnell die Orientierung. Das ist schlecht. Aber hier kam ich, glaube ich, her. Ist hier noch was? Es war hier. Ach ja, nichts Besonderes. Sammle ich hier noch mal ein bisschen Kohle. Ja. Kohle ist ja eigentlich kein bisschen selten. Eigentlich nicht. Am Anfang suchst du es vergebens und dann aber am Ende... Aber dann später ist damit nur so überschüttet. Ja. Wird schon wieder Nacht bald? Oh, das ist doch echt... Wird's wieder Nacht? Langsam, also Abend. Oh, fuck. Habe ich zumindest das Gefühl. Dabei habe ich an dem Tag noch jetzt gar nichts geschafft. Das ist doch nicht zu glauben. Wie macht Kronk das denn immer, wenn der große Projekte hat? Keine Ahnung. Also ich, doch, schon Ahnung, aber keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wie der es macht. Also ich weiß, ich sehe ja, wie er es macht, aber ich verstehe nicht, wie er es macht. Also ach, ja, aber scheiße. Wir haben da ein ganz anderes Zeitgefühl, wenn wir es uns angucken, weil eine Folge dauert 15 Minuten. Wenn ein Tag 8 Minuten dauert, dann kann es ja mal sein, dass eine Folge ein Tag ist. Dann denken wir, oh, ein Tag ist lange, das ist ja fast eine ganze Folge, aber... Ja. Ist eben so ein anderes Zeitgefühl, so ein bisschen. So ein bisschen. Ich glaube, wir reden zu viel über Kronk. Ja, können wir mal sein lassen. Ja. Ich glaube, der will halt auch nicht. Wer? Der Kronk? Ja. Ja. So, jetzt schnell hier das Gezubbel weg. Freiräumen und dann